Wir sind wieder da bei Fallout 4. In der letzten Folge haben wir einen seltsamen, legendären Typen umgelegt und uns dann noch über Sturgis geärgert, der seinen Laden nicht richtig betreibt. Deswegen suchen wir uns jetzt erstmal einen neuen Ladenbetreiber und machen uns dann auf den Weg zum nächsten Questziel. Zwischendurch bauen wir noch eine Siedlung aus. Steht er jetzt schon am Shop? Warum arbeitet der nie? Wer ist denn hier zuständig eigentlich? Ich glaube, wir noch einen finden. Siedler. Das ist ein Siedler. Den schicken wir jetzt hier hin zum Kaufen. Ich weiß nicht, wer das sonst macht. Aber jetzt macht der's. Ah, stimmt, wir sollten so eine Sachen bauen hier, hat er gesagt, aber können wir nicht. Suchst hoffentlich keinen Ärger. Nach. Ja, mir Carla ist auch da. Was? Ja. So, dann nehmen wir jetzt das ganze Zeug wieder mit. Nee, Werkstatt. Jetzt Waffen. Pistole. Ja, ja. Geht mir einfach näher. Das sind ja viele Granaten hier. Lasermuskete, weg damit. Die Pistole kann auch verkauft werden. Impro-Repetier-Pistole, weg damit. Nee, das ist auch doof hier. Gucken, ob wir das alles verkaufen können. Wir nehmen jetzt alles mit. Und uns brechen instant die Beine, weil wir... Huch. Was ist denn das alles? Lederrüstung, weg. Raiderrüstung brauchen wir auch nicht. Nee, weg damit, weg damit, weg damit. Hier ist ja auch noch viel Zeug. Wie viel Wasser haben wir denn noch bei? 9. Oh, dann nehmen wir das mal alles mit. So, jawohl. Was haben wir hier noch für... Kronkorken? Okay. Vielleicht kann man auch von den Shops hier eingelagert, das Geld. So, mal gucken. Klar habe ich was dabei, was ich nicht brauche. Deswegen haben wir jetzt den Waffentypen. Gucken, ob wir von dem jetzt Munition gleich genug kaufen können. Hallo. Jetzt. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Ja, genau. Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Jetzt tut er so. So, jetzt verkaufen wir alles. Automatikpistole. Zack, zack. Oh, jetzt muss man ja wieder aufpassen. Hier haben wir selber Schrotflinte weg. Das weg, das weg, das weg. Repetierpistole weg. Kampfgewehr in den Rest brauchen wir. Oh, das ist viel Kleidung hier. Rolle brauchen wir nicht, die nicht. Gammler-Outfit. Nee. Was? Achso, das hat ordentlich Strahlungsresistenz, aber das brauchen wir nicht. Glück. Bringt das. Ha! Wegen der Jeans. Klar. Und als Kette weg, weg, weg. Hätte man bestimmt auch einfach auf den Boden schmeißen können. Und dann recyceln. Oh, das bringt ja viel, aber nö. Daran habe ich immer nicht gedacht, aber wir können es ja auch einfach so verkaufen. Der hat ja anscheinend genug Geld noch. So, Sündrüstung brauchen wir nicht. Raiderrüstung brauchen wir nicht. So, den Rest haben wir selber an. Ah ja. Genau, so. Oh, genau, die Drogen, die wir auch nie nehmen. Die können wir eben auch noch andrehen. Jawohl. Melone, die können wir gleich noch pflanzen. Overdrive auch weg. Das hier weg. Können wir gleich nochmal neu brauen, vielleicht, wenn wir noch was haben. Moment, hat's genau. Ah, genau, die Mods. Bringt das viel? 45, ja. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich die wieder zurücknehmen? Und ich brauche keine zwei Rüstungen. Nee, ich brauche eigentlich keine zwei guten Rüstungen. Das ist Quatsch. Die soll er nehmen. Und jetzt, Siedler, jetzt gucken wir mal, was er für Munition hat. Oder hat er gute Waffen bei? Hat er irgendwas richtig Krasses? Hat er überhaupt Sachen, die wir ihm nicht verkauft haben? Naja. Alles nicht so dolle.
Hilfsmittel, Mods, Munition. Ja, die hat er. So, er hat nicht die, die wir brauchen für unser automatisches Gewehr. So, wir kaufen die Munition ab. Jetzt müssen wir ihm noch mehr abkaufen, damit wir auch alles loswerden. So, wunderbar. Oh nein, der Hund hat auch noch was. Mist. Hey. Der hat ja... Oh, er hat Aluminium bei gehabt. Hebeband, Mikroskop. Seife hat er auch. Oh, der hat ja richtig viel Zeug. Da können wir jetzt irgendwas bauen. Was auch immer das jetzt sein wird. Aber er hat keine Waffen gehabt. So wie es gerade aussah. Den Schrott lagern wir ein. Ne, ich mache vorher mal die Flasche voll. Und dann lagern wir ein. Doch, wir brauchten noch einmal Aluminium für... Ich weiß gar nicht, wie viel da gefehlt hat für die... Um die Rüstung aufzuwerten. Also Power-Rüstung. Gucken, wir hatten wahrscheinlich nur eine Flasche bei. Ja. Dann machen wir das gleich und dann können wir hier ja gleich einlagern. Springen geht noch, ja, aber nicht rennen. So. Jetzt hat hier noch Modell C, genau. Oh nein, da fehlt genau einer. Mist. Moment mal, was ist das denn? Es geht. Oh. Erhöht die Tragkapazität. Aber was können die beschleunigen? Regeneration deiner Aktionspunkte, wenn du dich bewegst. Aha. Naja. Schadensradius vom Einschlagsladung. Landung. Achso, wenn ich von irgendwo runterspringe, aber das ist doof. Sprintgeschwindigkeit kostet doch... Ach, nee. Das ist schon gut hier. Das nehme ich. Das ist gut. So. Dann müssen wir jetzt noch den Rest einlagern. Ja. So, Schrott einlagern. Mal gucken. Ah, jetzt... haben wir jetzt noch einen neuen Mod dabei wieder? Okay, hier lang muss ich. Nee. Das war es diesmal nicht. Wir haben Fusionskerne. Die sind alle so ein bisschen angebraucht von diesem Elite-Typen. So. Da gehen wir jetzt wieder rein. Und dann gucken wir jetzt gleich mal auf die Karte, was wir als nächstes machen. Ich meine... Ja, das sagt er mir jetzt, wenn ich im Anzug stehe. Ich meine nämlich, dass dieser eine Quest von den Cabots auch sehr weit im Norden sein müsste. Das heißt, ah, jetzt haben wir's. So. Genau, wo ist denn das? Kindergrippe, ja. Ja, ach so. Das ist ja auch recht weit im Norden. Hier ist noch eine Fabrik. So, das wollen wir aber nicht machen. Wir wollten... Das kommt... Ja, okay, das machen wir auch nicht jetzt. Was soll ich machen? Genau, Sonderlieferung. Sprich mit dem Chef der Wache. Der ist hier. Oh. Dann gehen wir, glaube ich, doch erstmal hier hin. Weil das auf dem Weg liegt. Oh nein, wir gehen vorher hier vorbei. Hier haben wir einen hingeschickt. Aus der Hangman's Alley. Und da gehen wir jetzt mal hin und gucken, was wir mit dem bauen können. Ob wir überhaupt irgendwas mit dem bauen können. Ich guck mal, Versorgungsrouten kann man anzeigen. Hier von Starlight Drive kommt einer. Das können wir so machen. Der hat bestimmt jetzt eine ganze Menge Materialien dabei. Und dann bauen wir dem einfach irgendwelche... Auf jeden Fall einen Leitstrahl und einen Generator, damit da noch mehr Leute hingehen. So, und dann sehen wir uns, wenn wir in dieser Siedlung ankommen. So, jetzt sind wir hier in dieser Siedlung angekommen. Hier im Sofa anscheinend auch. So, wo ist... Okay, was haben die hier überhaupt? Ich weiß gar nicht. Die haben kein Essen, die haben aber einen Menschen, der... Wo denn? Na genau, die haben sogar eine Pumpe hier. Umgefallener Baum. So, wo ist dieser Mensch? Ich würde ihn ja gerne dazu abstellen, hier Essen zu machen. Hier kann man sich sogar auch hinstellen. Was haben wir das denn? Baulicht, aber warum? Nein.
So eine Sachen brauchen wir doch keine Energie verplempern. Moment mal. Achso, das ist für diesen anderen Turm. Kann man mit dem eigentlich irgendwas anfangen? Ist das... Kann man den als... als Sendemast irgendwie benutzen? Im Prinzip wäre es ja albern, wenn nicht. Ja. Der ist anscheinend nur Deko. Was ist denn das Gebiet überhaupt? Wo ist denn dieser Mensch? Hier ist keiner. Oder ist er immer noch unterwegs? Das kann doch gar nicht sein. Solange ist doch keiner unterwegs. So, wir haben allerdings auch nur zwei Betten. Oh, genau, wir haben ja... Was ist das denn? Mini-Atombombe? Lagern, was macht die denn da in der Erde? So, wir bauen auf jeden Fall noch die... Melone an, die ich noch in der Tasche habe. Zwei... Ach, da läuft er. Da läuft die Person. So, hier raus hier. Genau, mach mal. Hier irgendwas. Essen. Weg damit. Und jetzt bauen wir noch einen Leitstrahl hin. Sonstiges ist es. Ach, hier ist der Generator, genau. Den machen wir einfach hier hin. Und jetzt Kabel anbringen nach hier. Jawohl. So, jetzt werden hier auch Leute angelockt. Jetzt brauchen wir nur noch vorsorglich schon mal ein paar Betten. Was wir noch nicht wohin. Ich glaube, ich nehme das Sofa mal weg. Gesessen wird hier nicht. Hier wird nur gearbeitet oder geschlafen. So, zack und zack. Ich will wahrscheinlich auch gar nicht so oft hierher kommen, um den... alles neu zu machen. Das wäre schon gut, wenn man jetzt es hier abschließen könnte. Und wann kommt man darüber? Man darüber gesprungen? Naja. So toll ist es jetzt hier nicht. Was? Oh, was ist das denn hier? Ein Spind. Weg damit. Das brauchen wir hier nicht. Die Zäune brauchen wir eigentlich auch nicht, aber die... Oh, lass ich trotzdem mal stehen. Wie viele Betten haben wir da? Vier. Na gut. Steht hier eins? Eine blöde Matratze. Da will doch keiner drauf schlafen mehr. So, mal gucken. Zack. Und daneben passt wahrscheinlich keins mehr. Nee. Schade, schade. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier noch weiter ausbauen können. Dass wir einfach... Nee, wo geht denn das? Strukturen, Holz. Und jetzt Böden? Jawohl, das geht. So, hier auch noch direkt dran. Jawohl. Ah, guck mal hier. Zack, geht gleich noch weiter. Nee, das geht nicht. Können wir hier ranbauen? Ja. Oh, ebenerdig. Was für ein Style. So, aber hier passt keins zwischen. Nee, das geht nicht. So, sollen wir das zumachen? Geht das? Das wäre ja auch cool. Mal abbrechen. Können wir die... Was ist denn das hier überhaupt? Können wir das wegnehmen? Nee. Das ist auch Deko. Was soll denn das? Ob wir hier jetzt noch was ranbauen können? Nee, hier geht gar nichts. Machen wir das jetzt mit Wänden zu? Aber so, wir brauchen aber diese eine Türwand. Am besten hier. So, und hier können wir einfach durchgehen. Obwohl das ja schon ein bisschen uncool ist hier, dass das so... Ja. Kann man wieder nicht. Hier kann man es hinmachen. Denn hier... Ja, und jetzt haben wir schon wieder verloren. Kann man nicht. Muss man springen. So, Holzwände. Wir machen die unsere Standardwände wieder. Ich glaube, das müssen wir uns nicht einzeln angucken, wie ich hier alle Wände einzeln mache. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir das hier fertig haben, das... Ah ja, doch. Wenn ich da ein paar Betten reingebaut habe... So, jetzt haben wir insgesamt 10 Betten. Wir konnten hier nicht alles zumachen, weil das irgendwie nicht der Größe entspricht. Das snappt hier nicht ran und ich kann diese Wand nicht wegnehmen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben jetzt 10 Betten insgesamt. Oh, wir sind schon 3 Leute. Wie ist das denn passiert? Oh, mir fehlt Wasser. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt hier so schnell so viele Leute kommen, dass wir dann ein Problem kriegen, wenn wir 10 Betten haben. Ich werde jetzt nochmal oben beim See gucken gehen, ob wir da eine richtige Wasseranlage hinkriegen. Wo sind denn die anderen Leute?
Weiß man nicht. Oder kriegen wir das überhaupt hin? Bis wohin? Nein, der Bereich geht nur bis hier und da ist der See. Ach, dann kriegen die doch wieder kein richtiges Wasser hier. Dann haben die doch gleich voll die Probleme. Wie die anderen auch. Was ist denn da los? Ein Kampfhund? Oh. Das können wir natürlich nicht erlauben. Dass der hier rumläuft. Da ist ein Geschützturm. Oh nein. So. Treffen wir den, bevor der hier ankommt. Zack, erwischt. So, jetzt den Geschützturm nach. Ach, da sind zwei von. Und der ist anscheinend ein bisschen stärker. Und wir haben gar keine Rüstung an. Das hätte ich ja völlig vergessen. So, aber das hat ja nochmal geklappt. Oh, wir haben fast keine Sniper-Munition mehr. Das ist auch doof. Das hier ist sie. Die kennen wir ja schon. Aber die anderen sind auch nicht... Ne, die anderen, da ist keiner da. Wir bauen immer sicherheitshalber noch einen Brunnen. Dass man das nicht wegnehmen kann, ist... Das ist uncool. Doch, die Tür könnte man. Ah, den Zaun hier kann man, ja. Na toll. Das bringt ja nicht so viel. So. Ja. Wasser haben sie denn anscheinend nicht genug. Dann gehen wir jetzt weiter. Marker nehmen wir mal weg. Und zwar Richtung... Sprich mit dem Chef der Wachen. Wo auch immer das denn ist. Da gehen wir jetzt hin. So, aber bevor wir jetzt losgehen, habe ich noch was vergessen. Durch das Haus bauen habe ich ein Level aufgemacht. Den Punkt vergeben wir jetzt noch, bevor wir da weitergehen. Und ich wollte den gerne in den Rüstmeister reinmachen. Ich wollte meine Rüstung noch weiter aufwerten. Ich hätte eigentlich gerne den nächsten Waffenmeister, aber da brauche ich 39. Level 39, das habe ich noch nicht. Deswegen den nächsten Rüstmeister. Jawohl, da kann ich Rang 3 Mods bauen. Was brauche ich hier denn? 39 Euro. Das geht noch nicht so. Das speichern wir jetzt noch und dann gehen wir aber los. Und dann sehen wir uns, wenn wir da irgendwo in der Nähe sind. Ich habe keine Ahnung, wie das da aussehen wird. Also wenn wir da in die Nähe kommen, dann sehen wir uns wieder. So, die Leute, hier haben wir jetzt eine ganz gute Ausgangssituation. Bis auf das Wasser. In der nächsten Folge gucken wir uns dann an, wie dieses Gebiet aussieht, wo wir fürs Quest hin sollen.